Ein langer Diskussionsprozess. Mit der neuen Umgehungsstraße sollte ursprünglich auch Bad Bramstedts Innenstadt fertig werden. Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach über die Pläne für die Innenstadtgestaltung. Und Sie können eben sehen hier auf der Karte, dass die Grundzüge des Verkehrsversuchs sich jetzt auch in der endgültigen Fassung wiederfinden. Hier, wo früher die Ampel gewesen ist, also gegenüber dem Rathaus, wird es eine zusätzliche Querungshilfe geben. Langsam muss überall gefahren werden, aber auch wenn langsam gefahren wird, wissen wir, dass eben gerade ältere Menschen oder auch Menschen mit Behinderung sich trotzdem nicht trauen, dann einfach loszugehen. Es funktioniert, ich habe es mehrfach ausprobiert, bin da immer gesund und munter rübergekommen, aber einige, das kann ich verstehen, tun sich da ein bisschen schwer. Es wird auch so sein, dass eben viel von der Straßenoberfläche sich so verändern soll, dass also alle auch erkennen, sie sind in einer beruhigten Innenstadt. Das kennen Sie alle aus den Nachbarstädten, dass dann, wenn Sie in der Innenstadt sind, dass dann auch der Straßenbelag so aussieht und nicht Asphalt wie auf einer Autobahn vorhanden ist. Sie können hier eben erkennen, dass die Parkplätze, die wir jetzt auf den Blick haben, erhalten bleiben. Das ist immer auch ein politisches Ziel gewesen, nicht den gesamten Verkehr aus der Innenstadt rauszubringen, aber es für die Fahrzeuge attraktiv zu machen, die eben auch hierher wollen. Nicht den Durchgangsverkehr, sondern die eben auch hier in die Innenstadt rein wollen. Das heißt also, die Möglichkeiten hier zu parken werden in unveränderter Möglichkeit bestehen. Die zusätzliche Fläche wird aber eben auch für Veranstaltungen möglich werden oder beispielsweise auch dann für den Wochenmarkt, sodass es also auch während des Wochenmarktes einfacher sein wird, hier einen Parkplatz zu finden. Möglicherweise haben wir die Chance, dann auch einen zweiten Wochenmarkt in der Woche hier stattfinden zu lassen oder andere Veranstaltungen. Das nächste internationale Musikfest steht 2015 vor der Tür und es wird möglich sein, viele andere solcher Veranstaltungen in viel besserer Form als bisher dort stattfinden zu lassen. Den Jahrmarkt ja sowieso, aber eben nicht nur zweimal oder dreimal im Jahr auf dem Platz etwas zu haben, sondern auch öfter. Ja, wenn man sich Bad Bramstedt mal von oben anguckt, das Stadtzentrum, dann haben wir ja eigentlich zwei Stadtzentren historisch, nämlich einmal das um den Roland herum, den Bleek, und das um die Kirche herum, den Kirchenbleek, mit den davon abzweigenden Geschäftsstraßen Mainweg und Landweg. Wenn man sich die Gewerbestruktur ansieht, haben wir doch den meisten Einzelhandel im Bereich Mainweg, im Bereich Landweg. Dort sind wir jetzt in einer zweiten Stufe der Planung. Das heißt also, wir diskutieren momentan mit den Bürger- und Verkehrsvereinen, mit den Gewerbetreibenden, wie auch dort die Straße moderner gestaltet werden kann, sodass es im Grunde auch vielleicht für den Einzelhandel attraktiver ist. Die Testphase hat bewiesen, dass eine Innenstadt auch ohne Ampeln sinnvoll und sicher ist. Der Umbau soll im kommenden Frühjahr in die finale Phase gehen.